McCormick X530 Power Plus. Beim Test befand sich der Traktor noch im Vorserienstadium. Er wurde offiziell auf der EIMA in Bologna im November vorgestellt. Er löst seine Vorgänger T-Max bzw. X50 ab. McCormick ist wie Landini eine Marke der Argo-Gruppe. Als Landini in Blau gehört unser Testschlepper zur Serie 5. Die McCormick X5er-Reihe umfasst vier Modelle von 63 kW, 85 PS, bis 83 kW, also 113 PS. Der 3,4 Liter Perkins Vierzylinder ist eine gemeinsame Entwicklung mit FPT, also Fiat Powertrain Technologies. Das Wendegetriebe baut Argo selbst. Es gibt verschiedene Ausführungen. Die getestete Top-Version bietet drei Gruppen, vier Gänge und drei Lastschaltstufen, diese allerdings nur vorwärts. Es gibt zwei oder optional auch drei Zapfwellengeschwindigkeiten. Die Bosch EAR ist serienmäßig an Bord. McCormick X530 Power Plus. Der McCormick profitiert von seinem sehr sparsamen Motor. Übersicht, Bedienung und Design der Kabine sind in Ordnung. Die drei Lastschaltstufen des Getriebes sind nur vorwärts nutzbar. Das war bei unserem Test mit dem Frontlader ein Nachteil. Die Hydraulikmesswerte sind okay, genau wie die Zapfwellenausstattung. Die Hydraulikoptionen sind allerdings etwas eingeschränkt. Unter dem Strich ein ordentlicher Schlepper, der gut in unsere Testgruppe passt. Die Endnote 2,67.